Okay. Ich dachte. Oh. Hey, schon ist da vorne noch was. Schnell vorbeigelaufen. Ich bin doch. Ja, bin schon hier vorbeigelaufen. Okay. Den Tresor. Okay. Wer macht dieses Geräusch? Aufhören! Na, ist der verkloppen oder so, ein Opferknecht. Ich sehe, wie ich jemanden abwerfe. Komm mal her. Hihi. Hat Spaß gemacht irgendwie. Na egal. Ach, wir kommen. Was ist das? Informationen über meinen vermissten Mann? Dann schieß los. Deshalb brauchte ich so lang. Wollt sicher gehen. Was ist das? Ah! Nein! Nein! Ah! Rowley ist tot? Schade. War einer meiner besten Männer. Aber du und ich hatten ein Geschäft und ich halte mich immer an die Abmachungen. Nimm den Schlüssel hier. Ist nicht für die Golden Cat, aber für den Captain's Chair. Ein verlassenes Hotel, seit die Seuche diesen Stadtteil besucht hat. Geh die Treppe hoch und dann aufs Dach. Von da aus kommst du ins Golden Cat Bordell. Okay. Siehst du? Slackshaw hält sich an Abmachungen. Fast wie die Männer, die die Stadt regieren. Vielleicht ein bisschen besser. Denk drüber nach. Vielleicht können wir uns noch mal helfen. Ich kann die Pendletons für dich erledigen. Leise und ohne Mord. Aber du musst mir einen Gefallen tun. Die Cat feiert heute eine große Neueröffnung. Viele reiche Kunden. Auch ein Kunsthändler heißt Bunting. Hat einen komischen Geschmack, sagen zumindest die Ladies. Aber auch schicke Sachen in seinem Haus, gut verschlossen. Was ich brauche, ist die Kombination für seinen Tresor, um das Zeug da rauszuholen. Auch die Pendletons wohnen da seit Monaten, weiß nicht warum. Also lungern da viele Stadtwachen und andere Soldaten rum. Bring mir die Kombination, mein maskierter Freund, und dann erledige ich die Pendleton-Brüder. Ganz einfach, muss sie nicht mal berühren. Und ich verspreche dir, ich töte sie nicht und niemand sieht sie jemals wieder. Wenn das kein Geschäft ist, weiß Slackshaw es auch nicht. Ist mal ganz ehrlich, das gefällt mir sogar ein bisschen. Boah, das gefällt mir sogar richtig irgendwie. Warte mal. Verdammt. Ich könnte die Kombination haben, mir das alles unter den Nagel reißen, was drin ist, und dann könnte ich den Bruder einfach erledigen. Das natürlich auch geht, ne? Das würde auch klappen. Ja. Was glotzt du so blöde? Du brauchst Frissam Opferknecht oder was? Pass auf die Wache auf. Kein Respekt vorm Gesetz. Kannst du das auch? Okay.
hier rein. Ach, das ist der Kunsthändler hier. Dieser Bezirk steht ab sofort unter einer Walhöhlausgabesperre. Die Einhaltung wird strengstens durchgesetzt. Das. Was? Die Lichtwand? Ist das nicht beeindruckend? Eine von Sokolovs neuesten Erfindungen. Die Idee dazu kam ihm angeblich in einer Vision. Sicher. Aber weißt du, wie sie funktioniert? Nicht so genau, aber einem stehen alle Haare zu Berge, wenn man hindurchgeht. Pass auf, dass deine Männer nicht daran herumspielen. Um die Stadt noch schlechter stehen? In der Tat, das glaube ich. Okay, wie komme ich da rum? Ich kann da oben wieder hergehen, ne? Schloss ganz hinten einfach mal aus. Er kratzt sich ja so am Arsch, was für ein Furze. Zu machen. Also wie das Ding. Die Anlage, nicht gegen mich, ja. Sollen wir ein bisschen Randale machen? Was geht da drüben vor sich? Geil. Was hast du? Hochfahren. Kann ich bedacht. Gar nicht bedacht, ey. Ich werde dein Versteck finden. Tut mir ja gerade ziemlich schwer. Dich nicht ewig verstecken.
sie aktivieren kann irgendwie. Wieder gelacht. Viel besser. Alles irgendwie in der Golden Cat auch drin. Achtung, Bürger von Dunwall. Ab sofort wird Walöl nur noch rationiert abgegeben. Missachtung dieser Vorschrift ist strafbar. So. Cool, jetzt haben wir auf Fall. Oh, jetzt haben wir ja sehr viel Wissen, sag ich jetzt mal, neu gekriegt, dass man die Türme auch ausschalten kann und so. Schon mal sehr, sehr gut. Was kann das Ding? Willkommener Gast. Okay. Ja, eigentlich gar nicht mal so verkehrt, weil wir haben sowieso jetzt mit den ganzen weißen Ratten uns hier angetan. Den ganzen Albinos. Ja, komm. So viel Munition für die. Wir holen noch ein paar Schuss verballern. Boah! Verdammte Axt, ey, wirklich geil, ey. Oh.